Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch einen neuen Spot für den C4 Glitch zeigen. Und zwar befindet er sich hier am Teich, Leute. Ihr geht zur Selbstwiederbelebung, duckt euch daneben, also hier an diesem Generator und schaut dorthin, wo ich ihn schaue. So, für alle, die noch nicht wissen, wie der C4 Glitch überhaupt funktioniert, ganz einfach, Leute. Ihr braucht mindestens zwei C4, dann wirft ihr einen von euren C4s und beim Werfen spammt ihr auch die ganze Zeit die Springtaste. Also auf Xbox ist es dann die X-Taste, auf PlayStation die Viereck-Taste und auf PC müsste es, glaube ich, die F-Taste sein. Also werfen und direkt danach ganze Zeit sprengen drücken. Wie ihr seht, habe ich dann immer wieder mein C4 zurück, trotz der Sprengung. Und ja, das war's. Falls euch das Video gefallen hat, Leute, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für alle, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Video.